und herzlich willkommen hier vom Huawei-Stand auf dem MWC 2013. Ich halte hier das Huawei S10 P2 in der Hand, den Nachfolger des P1. Das Gerät ist 8,4 mm schlank, wiegt 122 Gramm und liegt dabei relativ gut in der Hand, wenn diese Schnur hier nicht wäre. Das hat ein 4,7 Zoll großes Display mit einer HD-Auflösung, das heißt 720x1280 Pixeln. Im Inneren befindet sich ein 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, der auf 1 GB RAM zurückgreift. Das läuft hier alles wunderbar flüssig, wie man hier sieht. Android 4.1 kommt hier zum Einsatz, wobei Huawei da so eine eigene Benutzeroberfläche drüber legt. Emotion UI nennen sie das. Da kann man zum Beispiel jetzt die Stile wechseln, in denen man hier die Startseiten wechselt. Ganz nett sieht das aus und macht bestimmt dem einen oder anderen Spaß. 16 GB internen Speicher gibt es, der ist leider nicht ausbaubar, das heißt, das ist ein geschlossenes Gehäuse. Hinten befindet sich eine 13-Megapixel-Kamera, vorne gibt es auch eine für Videochats oder Selbstporträts, 1,3 Megapixel hat diese. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 2420 mAh. Das Gerät soll im Juni auf den Markt kommen für ca. 450 Euro mit LTE, 150 Mbit pro Sekunde. Wir sind gespannt. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier vom Huawei-Stand und von dem S10 P2 und danken euch fürs Zusehen. Bis demnächst.